Knalltrauma Feuerwerk direkt in euer Herz. Herzlich willkommen zu voller Vorfreude auf den Jahreswechsel Teil 3. Ihr merkt selber, die Vorfreude, die kann nicht so richtig ins Laufen kommen. Alleine durch den erneuten Schock. Die niederländische Regierung untersagt den Verkauf und das Abbrennen von Feuerwerk, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Jetzt sind wieder sehr viele in Deutschland verunsichert und hoffen, dass es nicht wie letztes Jahr zu einem Verkaufsverbot kommt. In Deutschland kam es in den letzten Jahren kaum zu schlimmen Verletzungen durch legale Feuerwerkskörper und von daher wäre ein solches Verbot nicht zulässig, bin ich der Meinung. Fakt ist, das Thema Feuerwerksverbot ist jetzt wieder allgegenwärtig und überall in den Medien. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir nicht nur zusehen, wie das Schiff jetzt untergeht, sondern dass jeder Einzelne etwas unternimmt. Oft werde ich gefragt, ja, wie kann ich denn etwas unternehmen? Was kann ich tun, Knalltrauma? So, und jetzt kommen Organisationen ins Spiel wie der BVPK oder der Röder Feuerwehrclub. Zum Röder Feuerwehrclub möchte ich jetzt ein bisschen mehr sagen, weil in letzter Zeit sehr häufig die Rede war vom BVPK, auch zu Recht. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es absolut Sinn macht, Mitglied beim BVPK zu werden. Sie tun einfach sehr, sehr viel für unser Feuerwerk und dafür, dass man Feuerwerk wieder kaufen kann und abbrennen kann dieses Jahr. Der BVPK sieht sich auch nicht als Konkurrent zum Röder Feuerwehrclub. Ihr könnt auf jeden Fall dem BVPK beitreten, auch wenn ihr Mitglied seid beim Röder Feuerwehrclub und natürlich auch umgekehrt. So, dann habe ich mal beim Röder Feuerwehrclub nachgefragt, was dort denn aktuell so unternommen wird. Auch der Röder Feuerwehrclub sieht sich nicht als Konkurrent des BVPK, sondern im Gegenteil. Je mehr Organisationen auftreten und je mehr Stimmen es gibt, umso besser. Auf der Internetseite vom Röder Feuerwehrclub findet ihr Ideen, wie und wo man sich selbst engagieren kann. Weil es wichtig ist, dass sich wirklich jeder in seinem Umfeld selbst engagiert. Dafür wurde Material erarbeitet, zum einen die Infosammlung, wo es einen neuen Flyer zum Verteilen gibt, aber es kommt auch eine zweite Serie von Plakaten, die man als Flyer benutzen kann. Auch ihr könnt eure Lokalpolitiker anschreiben. Auf der Website findet ihr Tipps, wie man ein Gespräch zum Thema Feuerwerksverbot am besten führt. Der Club sammelt weiter Daten und schreibt deutschlandweit Gemeinden an. Ja, heißt du denn? Ja, ich rede was auf dem Computer rauf. So, sorry Leute, das war mein Sohn. Und damit er auch noch etwas davon hat, wenn er älter wird und auch selbst Privatfeuerwerk zünden kann an Silvester und auch unterm Jahr F1, dafür ist es umso wichtiger, ja, wenn ich alleine schon daran denke, dass wir jetzt etwas tun. Denn wenn wir jetzt nicht richtig aktiv werden, dann ohne Witz, wir wissen alle, dann kann das in die Hose gehen. Dann kann es sein, dass wir unsere Leidenschaft, unser Feuerwerk für immer verlieren. Zumindest das private Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Alleine deswegen ist so dieser Konkurrenzgedanke völliger Schwachsinn und ich bin super happy, dass der Röder Feuerwehrclub wie auch der BVPK diesen Gedanken überhaupt nicht hat. Wir sitzen alle in einem Boot und wenn es untergeht, dann sind wir alle weg. Deswegen lasst uns gemeinsam wirklich kämpfen für unsere Leidenschaft. Leute, schaut unbedingt bei der Website vom Röder Feuerwehrclub vorbei, wie auch bei der Website vom BVPK und auch Instagram-Seiten unbedingt abchecken. Da gibt es so viel Material. Wenn ihr euch das alle durchliest, ausdruckt, Flyer verteilt, dann können wir gemeinsam so viel bewirken. Das ist so extrem wichtig. Es ist nicht nur wichtig, Mitglied zu werden, sondern auch selbst aktiv zu werden. Jeder kann selbst entscheiden. Ja, ihr könnt einfach 1-2 Euro spenden für den Verein eurer Wahl oder beide, wie auch immer, völlig egal. Ihr könnt, wie gesagt, einfach auf der Website vorbeigucken, euch die Sachen selber ausdrucken. Hauptsache, wir tun jetzt etwas. Das ist so verdammt wichtig, wichtiger denn je. Ja, der Röder Feuerwehrclub, der geht nicht von einem Feuerwerksverbot dieses Jahr aus. Das ist schon mal sehr, sehr beruhigend meiner Meinung nach, da wir dieses Jahr einfach auch viel besser gerüstet sind. Aber wichtig ist, das Meinungsbild zu drehen und in der Öffentlichkeit schwer aktiv zu werden. Schaut unbedingt, wie gesagt, auf den Webseiten vorbei. Ja, mit einer Spende oder Mitgliedschaft unterstützt ihr den Club, den BVPK, wie auch den Röder Feuerwehrclub. Je mehr Vereine, umso besser, denn sie nehmen sich gegenseitig nichts weg, Leute. Um den BVPK oder Röder Feuerwehrclub, VPI, wen auch immer zu unterstützen, ist es ganz wichtig, dass ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, so verbreitet es sich besser. Und bitte kommentiert das Video. Schreibt einfach alles, was euch einfällt zu diesem Thema, in die Kommentare. Ganz, ganz wichtig.
Ich würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Glocke aktiviert, das haben sehr wenige gemacht, dann verpasst ihr auch keine Videos. Und auch der Pyro Rap 2021, der Hauptsong kommt bald mit Musikvideo. Ich freue mich einfach riesig auch auf den Musikvideodreh. Ja Leute, und jetzt lasst uns einfach gemeinsam nochmal die Zeit um 0 Uhr letztes Jahr genießen. Da habe ich mit dem Mr. Pyro Manager zusammen in Berlin Silvester gefeiert, reingefeiert und es war richtig geil. Seht selbst. Haut drin, Jungs, und lasst es ordentlich kommen.
Gott.